Kaum ein Tag vergeht ohne alarmierende Schlagzeilen. Mit glühender Hitze werden Kälbern die Hörner und Hühnern die Schnabelspitzen weggebrannt. Schweine werden ohne Narkose kastriert. Schafen wird bei der Schur die Haut in Fetzen geschnitten. Sportpferde und Hunde werden brutal misshandelt. Und jedes vierte Fleischprodukt, egal ob bio oder konventionell, stammt von einem kranken Tier. Aber es gibt auch immer mehr Menschen, die diese wie auch jede andere Form der Tier- oder auch Menschenausbeutung nicht mehr unterstützen und daher vegan leben. Sie sind mehrheitlich gebildet, unter 40, und die meisten von ihnen leben in Städten. Rodri Baske über die Frage Fleisch oder nicht Fleisch. Egal ob Celebrities wie Liam Hemsworth, Pamela Anderson oder Natalie Portman, ob Starregisseure wie James Cameron, Musikergrößen wie Moby, Politiker, Extremsportler oder Menschen wie du und ich, vegan zu leben ist hip und gelegentlich imagefördernd, aber auch verantwortungsvoll. Und die Meinungen dazu sind kontrovers. Ich bin selber schon 3 Jahre vegan, überzeugt, ich finde es gut. Nachdem ich persönlich relativ gerne Fleischgerichte esse, stelle ich mir es eher nicht so prickelnd vor. Ich freue mich für jeden, der es tut. Man kocht 2 Stunden und ist nachher wieder hungrig. Ich bin selber seit fast 30 Jahren Veganer. Rund 80.000 Österreicherinnen und Österreicher leben vegan, Tendenz steigend. Und der Markt reagiert mit erweiterten Sortimenten in den Supermärkten und massenhaft Lokalen, inklusive französischer Patisserie und Haubenküche. Doch vegan ist nicht nur eine Ernährungsweise, sondern im Kern eine umfassende ethisch-empathische Lebenseinstellung, die auch Menschenrechte und Umweltschutz inkludiert. Und so wächst auch die Zahl an tierleidfreien, fair und ökologisch produzierten Konsumartikeln. Designerinnen wie Stella McCartney setzen auf Pelz- und lederfreien Luxus. Es gibt Fairtrade-Recycling-Materialien etwa aus Ananasfasern, Kosmetika ohne Tierversuche und vegane Kondome. Alles mehr als ein kurzfristiger Trend, aber zumindest laut Konsumforschung ein limitierter. Es ist wahrscheinlich eine langfristige Entwicklung für bestimmte Gruppen, die sich einfach abgrenzen wollen. Die sich abgrenzen wollen von dem gegenwärtigen Leben, von dem sie den Eindruck haben, das ist ethisch nicht korrekt. Seinen Ursprung hat der Begriff vegan in England. 1944 gründete der Naturliebhaber und Pazifist Donald Watson die Vegan Society. Angeheizt durch Enthüllungsberichte über Massentierhaltung und Lebensmittelskandale, durch Mainstream-taugliche Leitfiguren und Social-Media-Gruppen hat sich hierzulande der Veganismus erst in den letzten Jahren etabliert. Heftige Kontroversen zwischen Fundamentalisten und Pragmatikern inklusive. Auf der literarischen Seite sorgten etwa US-Autor Jonathan Safran Foer mit Tiere essen und Autorin Karen Duve mit Anständig Leben dafür, den Begriff Nutztier zu hinterfragen. An die 70 Milliarden Lebewesen inklusive Milchkühe und Hühner werden jährlich für den Konsum geopfert, nach einem qualvollen Leben und Sterben. Dazu kommen die Vergiftung des Trinkwassers durch Gülle und die für den Klimawandel mitverantwortliche Rodung des Regenwalds für den Futtermittelanbau und für Rinderherden. Tierhaltung ist der Klimakiller Nummer 1. So der Geophysiker Kurt Schmiedinger. Da gibt es eine Studie aus den Niederlanden, dass wir uns 20 Billionen US-Dollar, also 20.000 Milliarden US-Dollar an Klimastabilisierungskosten bis 2050 sparen könnten, wenn wir die Nutztierhaltung reduzieren würden. Und 32.000 Milliarden US-Dollar, 32 Billionen, 32 mit 12 Nullen hinten dran, an US-Dollar bis 2050 an Klimastabilisierungskosten sparen, wenn wir komplett auf die Nutztierhaltung verzichten würden. Das sind gigantische Zahlen. Aber von Tierprodukten wollen selbst jene nicht lassen, die diese beunruhigenden Fakten kennen. Und sie reagieren auf Menschen, die vegan leben, oft mit Aggression. Die empfinden das als Bedrohung ihrer Lebensweise. Die sagen zum Beispiel, das Letzte, was ich noch habe, um mir Lust und Genuss zu verschaffen, das ist Essen. Das ist das Einzige, wo ich autonom bin. Da kann ich mir noch etwas verschaffen an Lust und Genuss. Und das wollen die mir auch wegnehmen. Ein mehrheitsfähiger Ersatz für Fleisch ist dennoch Thema, nicht nur bei Veganern. Etablierte Wurstfabriken erwirtschaften inzwischen mit Fleischalternativen rund 30% ihres Umsatzes. Und internationale Finanzinvestoren forderten soeben von Lebensmittelmarktführern, statt auf Fleischwaren, auf Pflanzenprotein zu setzen. Aus Umweltgründen.
Es ist oft lustig, man steht vielleicht mit seiner Tofu-Semmel und gegenüber steht einer mit der Schweinesemmel und sagt, Tofu, schlimm, Soja stammt aus dem Regenwald. In Wirklichkeit ist es so, dass das Soja für die menschliche Ernährung meistens aus Europa stammt, sehr viel auch aus Österreich. Aber in der Schweineschnitzelsemmel zum Beispiel steckt möglicherweise mehr Soja drinnen als Futtermittel nämlich. Und da importieren wir das Gentechnik veränderte Soja aus Nord- und Südamerika und aus dem Regenwald. Laut Konsumexperten sind Fleischalternativen besonders bei Flexitariern beliebt, also bei Allesessern, die zwischendurch Lust auf gesündere, cholesterinfreie Produkte haben. Das wissen auch Irene und Karl Schillinger, die seit 10 Jahren ihr Weinviertler Dorfwirtshaus ganz ohne tierische Produkte führen. Rund 80% der Gäste sind nicht vegan, auch nicht in ihrer hippen, ökologisch ausgerichteten Fastfood-Kette, die demnächst nach Deutschland expandiert. Burger und deftige Hausmannskost aus Fake-Fleisch, wieso funktioniert das? Unser Geschmack ist geprägt und so gesehen fällt es Leuten oft leichter, der Umstieg auf vegane Kost, wenn man nicht alles ändern muss an der Ernährung, sondern wenn man einfach so diese Grundanker beibehalten kann. Das sind einfach Geschmackserlebnisse, die wir gelernt haben und wo man sich halt häufig freut, das wiederzufinden. Allerdings, Fleischersatz ist kein Hauptnahrungsmittel. Die vegane Küche beruht auf frischen Gemüsegerichten. Skeptiker warnen dennoch vor Mangelernährung, vor allem bei Kindern. Die rechtspopulistische Forza Italia fordert sogar Haftstrafen für Eltern vegan ernährter Kleinkinder. Und tatsächlich kann jede Essweise auch ungesund sein. Es gibt ja sehr viele Leute, die Fleisch essen, die auch nicht gerade die gesündeste Ernährungsweise haben. Und natürlich gibt es das Pendant dazu auch unter Vegetariern und Veganern. Wenn man nur sich von Pizza und Pudding ernährt, dann ist es klar, dass man nicht alle Nährstoffe zu sich nimmt, die der Körper braucht. Die Deutsche Stiftung für Risikobewertung entwarnt. Veganer kümmern sich intensiver um die Inhaltsstoffe von Lebensmitteln als andere. Führende Stellen in den USA empfehlen vegane Ernährung sogar für alle Altersklassen, auch weil sie Zivilisationskrankheiten vorbeugt, so auf wichtige Nährstoffe wie Vitamin B12 geachtet wird. Von einem gesundheitlichen, ökologischen und ethischen Umdenken ist jedoch politisch kaum etwas zu hören. Ist der Veganismus also eine gesellschaftliche Utopie oder doch nicht? Unsere Gesellschaft hasst im Grunde eigentlich doch Brutalität und Aggression und sucht nach Wegen, wie sie es sanfter, friedlicher, wenn sie so wollen, weiblicher gestalten könnte. Und deshalb, glaube ich, werden die auch nicht davon lassen und das wird schon weitergehen.